Herzlich willkommen zu einer neuen Frage. Es geht diesmal um die Frage, ist es gestattet, dass eine Frau eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde übernimmt? Das ist eine Frage, die ein Stück weit ähnlich ist mit der Frage, dürfen Frauen predigen? Zu dem Thema, ob Frauen predigen dürfen, habe ich aber ein eigenes Video gemacht. Das kann man in der Playlist zu den Fragen abrufen. Hier geht es wirklich jetzt mal um die Leiterschaft der Frau. Nun, wenn man vom Judentum herkommt, beginnt das schon mal die ganze Frage in Frage zu stellen. Darf eine Frau überhaupt? Denn vom Judentum her war das nicht möglich. Oder die Frauen, die waren nicht beschnitten. Nach 1. Mose 17 musste man aber beschnitten sein, um im Bund Gottes zu sein. Das heißt, die Frauen, die waren eigentlich nur irgendwie so halb mit bundesteilhaftig. Sie waren eigentlich Anhängsel des Mannes. Und dementsprechend, wenn die Frau Zeugnis gab, das hatte kein Gewicht, auch im Gericht ging das so nicht. Die Frauen wurden in dem Sinne auch nicht unterrichtet, sie waren in der Synagoge nicht dabei. Das heißt, wenn man so vom Alten Testament herkommt, würde man sagen, nein, die Frau darf nicht. Also die Leitungsaufgaben sind fast durchs Band durch den Männern gegeben gewesen. Jetzt, wie sieht es vom Neuen Testament her aus? Da nimmt man natürlich den Text aus 1. Korinther 14, dort ab Vers 34, das möchte ich vorlesen. 1. Korinther 14, 34, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Da ist das eine, dass sie schweigen soll. Das ist jetzt aber nicht das Thema heute, denn jetzt beim Thema Schweigen geht es ja da mehr um die Verkündigung. Aber es heißt hier, sie soll sich unterordnen. Nun ist das nicht ein deutliches Wort dafür, dass also eine Frau nicht in einer Leitungsposition sein darf. Der andere Text, der aufgeführt wird, ist aus dem 1. Timotheus 2, dort ab Vers 11. Auch dieser Text geht in eine ähnliche Richtung. 1. Timotheus 2, Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Also da haben wir eine Doppelaussage. Zum einen, sie soll sich unterordnen, Vers 11, und dann im Vers 12, sie soll nicht über den Mann herrschen. Also, wir haben da eigentlich zweimal dieselbe Aussage. Unterordnen und eben nicht über den Mann Herr sein. Nun, was bedeutet das? Welche Art von Leiterschaft ist für die Frau jetzt, indem sie ihn dann trotzdem erlaubt oder eben nicht? Darf zum Beispiel eine Frau eine Kleingruppe leiten? Ja oder nein? Oder, ja, was ist es, wenn man die Leitung über zum Beispiel den Küchenbereich hat, wo andere Mitarbeiter auch noch sind, darf das eine Frau? Oder müsste man sagen, die Frauen, die dienen nur direkt an der Basis, während nur Männer Leiter sind. Und leiten bedeutet ja, andere Leute anleiten, dann dient man ja nicht direkt an der Basis. Was ist also möglich, was nicht? Wir merken schnell einmal, also wenn das so im absoluten Sinne gemeint ist, dass eine Frau gar keine Leiterschaft, egal auf welcher Stufe, übernehmen kann, ja, da müssen wir die Gemeinde zumachen. Da merken wir, ah, das ist wohl nicht ganz so gemeint. Ja, was bedeutet das? Ja, wir schauen jetzt mal andere Verse an und schauen, wie könnte man die Aspekte, die hier erwähnt werden, die Unterordnung und das Herrsein, das steht ja immerhin da, welche andere Aspekte entnehmen wir aus der Bibel. Da haben wir zum Beispiel Lukas 13, Vers 16, wo Jesus eine ganz spezielle Aussage macht, die entsprechend große Reaktionen ausgelöst hat bei den Pharisäern. Es heißt da, Lukas 13, Vers 16, musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden.
Nun, die war krank. Jesus hat sie am Sabbat geheilt. Die Pharisäer hatte das natürlich gestört, denn am Sabbat heilt man nicht. Das ist der Arbeit, also er kann nicht der Messias sein. Jesus begründet aber damit, doch, in diesem Fall ist das erlaubt, weil da jemand befreit wird und das Befreitwerden übergeordnet ist dem allgemeinen Gebot des Sabbats. Jetzt kommt da dieser Nebensatz hinein, die doch Abrahams Tochter ist. Ja, wie klingt das in den Ohren eines Judens? Abraham, Abrahams Tochter. Ja, Abraham hatte keine Töchter. Er hatte den Ismael und dann den Isaak, das war die Hauptverheißung. Dann durch die andere Frau kamen dann nochmals 4 Söhne dazu, aber Töchter hatte er nicht. Und darum kann die Aussage von Jesus so ja nicht stimmen, wo man aber merkt, doch für Jesus sind auch die Frauen Töchter Abrahams und somit bundesteilhaftig. Das heißt, auch ohne äußere Beschneidung geht das. Also eine interessante Aussage, die Frauen eben gerade hochachtet und eben nicht einfach so wie im alten Bund nebenbei stellt. Eine interessante Aussage. Oder dann haben wir da die Stelle aus 1. Mose 2, 18. Das ist noch vor dem Sündenfall gewesen. Da geht es um den Schöpfungsbericht. Und da heißt es, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also der Adam da alleine. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann 20. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Aha, also da haben wir, der Mensch, der Mann alleine, reicht nicht, es braucht eine Hilfe als ein Gegenüber. Das heißt, die beiden sollen sich ergänzen, sind unterschiedliche Menschen, aber das hat keine Bedeutung, dass der eine höher ist als der andere, sondern das sind unterschiedliche Gaben. Oder man sieht das zum Beispiel in Römer 5, Vers 12. Dort heißt es, dass die Sünde durch Adam in die Welt gekommen ist und weil wir alles Nachfolger von Adam sind, sind wir alle unter der Erbsünde. Adam ist der Repräsentant der ganzen Menschheit. Und jetzt ist da noch interessant, warum kam die Sünde durch Adam und nicht durch Eva? Denn die Eva hat doch zuerst von der verbotenen Frucht gegessen, dann erst der Mann. Aber da sehen wir eben etwas von dieser Aufgabenteilung. Der Mann hat die Hilfe, die Frau hilft dem Mann, aber die Verantwortung liegt beim Manne. Das heißt, es geht nicht darum, dass die eine Person wertiger sei als die andere, sondern sie haben verschiedene Aufgaben. Was aber die Verantwortung betrifft, da muss der Mann den Kopf hinhalten. Und das finde ich eine wichtige Aussage, wenn man eben sieht, warum da die Frau sich unterordnen soll. Es geht darum, dass der Mann die Verantwortung trägt gegen außen. Wir haben da auch das Beispiel von Sprüche 31, 23, wo der Mann eher gegen außen und die Frau eben gegen innen die Aufgaben hat. Also es geht nicht um eine Wertigkeit, sondern es geht darum, dass die Verantwortung der Mann tragen soll. Es ist ein Schutz für die Frau. Nehmen wir dann noch die Stelle aus 1. Korinther 11, Vers 9 dazu. 1. Korinther 11, Vers 9. Der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ja, da kommt also wieder das Element, dass eben die Frau dann eine Hilfe ist für den Mann. Jetzt sehen wir da aber von der Begründung her, das war schon vor dem Sündenfall. Das heißt, dass die Frau dem Manne untergeordnet ist, ist nicht eine Angelegenheit des Sündenfalls oder wegen des Sündenfalls. Sondern das ist etwas, was Gott in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat. Das war schon immer so geplant gewesen. Der Mann, der soll die Verantwortung tragen. Nun, jetzt können wir das vom Zusammenhang her hier Vers 3 noch nehmen. Dort steht nämlich, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt des Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ah, oder das zeigt uns ein bisschen etwas von der Wertigkeit. Wenn jetzt Christus dem Vater unterordnet ist, bedeutet das, dass Jesus weniger Wert hat als der Vater. Nein, ganz und gar nicht. Sondern das sind verschiedene Aufgaben, die man hat. Der Vater ist der Planer, der Sohn ist der Umsetzer. Wenn also der Mann das Haupt der Frau ist, dann bedeutet das nicht, dass irgendwo die Frau weniger ist, sondern es ist eine andere Aufgabe.
Wir haben da in Epheser 5, ab Vers 21, ganz eine ähnliche Aussage, wo es dann aber ergänzt wird, dass der Mann die Frau auch so lieben soll wie Christus die Gemeinde, wo man schnell mal sieht, es geht also nicht darum, ich bin der Patriarch, ich stehe darüber, ich befehle und die Frau muss sich unterordnen und mir gehorchen. Das ist komplett nicht die Aussage. Es geht lediglich darum, dass man eine Aufgabenteilung hat. Aber es geht nicht darum, dass der Mann jetzt ein Machergehabe da irgendwie ausführen könnte. Das ist gar nicht die Idee. Nehmen wir noch Galater 3, Vers 28. Das vervollständigt uns noch so ein bisschen das Bild, wie denn Gott von Über- und Unterordnung von Mann und Frau spricht. Galater 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Also wenn es um das Heil geht, dann spielt es eben gerade keine Rolle, Mann oder Frau, genau gleichgestellt. Das hätte man so im Alten Testament vielleicht noch nicht ganz sagen können, weil da die Rolle der Frau noch nicht so ausformuliert war. Aber jetzt im Neuen Testament ist das also ganz eindeutig. Also, wir merken, da ist ein bisschen ein Spannungsfeld drin. Hier haben wir die Aussagen, dass die Frau sich unterordnen soll, nicht über den Mann herrschen soll. Wir haben da aber andere Aussagen, die verdeutlichen das Ganze noch. Es geht also nicht darum, dass die Frau einfach schweigen muss, untergeordnet sein muss und der Mann, der diktiert einfach, worum es geht, sondern der Mann liebt seine Frau so wie Christus die Gemeinde. Da ist aber eben Gleichstand, auch im Heil. Das ist eine Schöpfungsordnung, wo es darum geht, dass man eine Aufgabenteilung haben kann. Was könnte das jetzt also für die Frage bedeuten, ob eine Frau eine Leitungsfunktion haben kann oder nicht? Und ich denke da, dass die Stelle aus Römer 12, Vers 7 uns eine Hilfe sein kann, wie das gemeint sein könnte. Ganz genau ist es nicht ausgeführt, aber ich denke, das ist ein hilfreicher Vers. In Römer 12, ab Vers 6 haben wir eine Liste von Geistesgaben. Das heißt dann ins Vers 7, ist jemand Lehrer, so lehre er. Wenn man das ganz buchstäblich einfach mal Wort auf Wort nimmt, heißt es der Lehrende in der Lehre. Man ergänzt das Prädikat, also der Lehrende sei in der Lehre. Wir erkennen aus diesem Vers also, es gibt zwei Ebenen von Lehre. Es gibt die grundsätzliche Lehre und der andere ist dann derjenige, der im Rahmen dieser gegebenen Lehre dann die Lehre umsetzt. Das heißt, da gibt es also eine Funktion, wo man als Lokalgemeinde definiert, wir als Lokalgemeinde haben es so. Wir mit unserer Kenntnis sehen es so aus der Schrift, das muss irgendwo mal klarer sein, denn wenn innerhalb der Gemeinde, ja sogar innerhalb des Vorstandes, zwei verschiedene Erkenntnisse gegeneinander laufen, dann verbraucht man die Energie im Vorstand, statt dass man miteinander arbeitet. Es gibt verschiedene Gemeindemodelle, es gibt auch verschiedene Erkenntnisse. Wir können es noch nicht hundertprozentig haben, aber um als Lokalgemeinde bauen zu können, braucht es eben diese Definition der Lehre, sonst baut sich die Gemeinde nicht. Und jetzt ist interessant, wenn wir Epheser 4,11 dazu nehmen, dass es dort eine Funktion ist, wie es den Ältesten zugeschanzt ist. Gott sagt dort, dass er der Gemeinde gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit die Gemeinde zugerüstet wird. Das sind also grundsätzliche Dienstesgaben, die der Gemeinde gegeben sind, damit die ganze Gemeinde zugerüstet wird. Und ich würde es jetzt mal so sagen, dass das die Verantwortung der Ältesten ist. Also wenn jetzt da der Lehrer vorkommt, dann ist das eben der, der da die Lehre definiert. Und diese oberste Ebene, das ist offenbar eine Ebene, die den Männern vorbehalten ist. Die Männer sollen letztlich die Verantwortung haben, die Männer sollen letztlich das definieren. Wir lesen in der Bibel nicht von Ältestinnen. Und darum würde ich es so kombinieren, eine Frau darf all die Dienste tun, die da stehen, aber nicht, dass man jetzt die letztliche Verantwortung hat, gerade auch was die Lehre betrifft. Jetzt spannend ist, wenn wir 1. Timotheus 3, Vers 11 nehmen, das ist das Kapitel, wo eben beschrieben wird, welche Voraussetzungen Älteste und auch Diakone haben sollen. Dann lesen wir dort, 1. Timotheus 3, Vers 11,
Desgleichen sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Das heißt, ab Vers 8 ist von den Diakonen die Rede und jetzt ebenso soll es bei den Frauen der Fall sein. Das heißt, von Diakoninnen, da ist die Rede. Und was waren die Diakone? Wir haben die Geschichte aus Apostelgeschichte 6. Da geht es darum, dass man für den Tisch die Leiter nicht mehr hatte. Die Zahl der Christen wurde ja immer größer. Und die Apostel merkten, wenn wir jetzt da uns in der Umsetzung um alles kümmern, dann haben wir zu wenig Zeit für den Dienst am Wort und am Gebet. Und darum haben sie Leiter eingesetzt. Und das ist jetzt interessant, dass da eben auch Frauen als Diakone vorkommen. Das bedeutet, ein Leitungsdienst ist möglich für eine Frau. Ich würde es also so sagen, Leitungsdienste ja, dort wo es aber darum geht, dass man als Frau dann die letzte verantwortlich gerne haben wollen würde, das geht dann nicht. Nehmen wir das Beispiel aus Kolosser 4, Vers 15, da haben wir nämlich ein Beispiel, wo eine Frau eine Leiterin war. Das heißt da, grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha, und die Gemeinde in ihrem Hause. Ah, da haben wir also eine Frau, die offenbar in der Gemeinde eine Kleingruppe oder vielleicht eben eine Hauskirche gehabt hat. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute, aber die Nympha wird da explizit erwähnt als Frau, die da Leiterin dort ist. Also, interessant, das ist eine Grußliste neben anderen. Der Brief geht ja an Kolossä. Ich würde mal sagen, wenn ein Mann letztlich die Hauptverantwortung für die Lokalgemeinde trägt, können eben auch Frauen entsprechend dann in der Umsetzung tätig sein. Ja, eine ganz heiße Stelle ist Römer 16, Vers 7. Das ist so eine heikle Stelle, dass die rein geschichtlich gesehen sogar anders übersetzt wurde, um der Frage ein bisschen aus dem Schussfeld zu gehen. Das heißt in Römer 16, Vers 7, grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Da wird die Junia sogar mit unter den Aposteln genannt. Das heißt jetzt nicht, dass sie Gesamtleiterin ist, aber Apostel, also eine Leitungsfunktion haben. Junia ist eine Leiterin. Und in gewissen Übersetzungen wird da die Junia als Junias übersetzt, also dann eine männliche Form daraus gemacht, aber im Griechischen ist es deutlich und klar eine Frau. Das heißt, es gibt Leitungsdienste. Wie können wir jetzt also da die Vorgaben kombinieren mit dem, was wir in der Bibel sonst sehen? Ich würde es so sagen, eben aufgrund von dieser Römer 12, 7 Stelle, die Frau, die darf alle möglichen Leitungsebenen wahrnehmen, außer eben, dass die letzte Verantwortung in der Gemeinde übernommen wird. Das heißt, ein Mann soll hinstehen, ein Mann soll die Verantwortung tragen, letztlich soll der Mann den Kopf hinhalten. Darum, die Frau soll jetzt nicht in der neuen Freiheit, die Christus gegeben hat, jetzt plötzlich meinen, ja, ich kann jetzt da über den Mann Herr sein, ich brauche mich jetzt nicht mehr zu unterordnen. Nein, es geht nicht, dass die Frau jetzt die Gesamtleitung hat und notabene gesagt, es geht auch nicht darum, dass die Frau im Hintergrund den Mann steuert, der dann im Vorstand das und das sagen soll. Das ist leider etwas, was wir immer wieder mal feststellen, dass im Hintergrund die Frauen ganz stark am Lobbyieren sind und Einfluss nehmen dann auf die Männer, dass die Männer vielleicht unter sich etwas abmachen und dann plötzlich, wenn man mit der Frau wieder zusammen war, dann plötzlich eine andere Meinung vorherrscht. Oder? Um das geht es eben gerade nicht. Das soll eben gerade verhindert werden. Aber dass ansonsten alle Dienste der Frau möglich sind, außer die Gesamtleitung. Jetzt gibt es natürlich immer die Sonderfälle, dass man sagt, ja, aber was ist, wenn es wirklich keinen Mann als Person hat, irgendwo in einer Situation, wo die Männer kaum da sind, vielleicht irgendwo auf dem Missionsfeld. Nun, das ist mal das, was wir in der Bibel haben, darum sollen wir es so umsetzen, wenn es im Einzelfall mal tatsächlich nicht geht. Ja, da muss man dann halt mal pragmatisch antworten, aber nicht, dass man jetzt einfach die pragmatische Lösung dann als die biblische Norm ansieht. Sondern ich gehe davon aus, grundsätzlich die Gesamtverantwortung gehört einem Mann. Nun, ich hoffe, das hilft.
Einfach so mal als Input, wenn das vielleicht ein Diskussionsthema ist, so habt ihr mal ein bisschen Bibelstellen, dass ihr selber darüber austauschen könnt. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Bis dann vielleicht wieder zu einer anderen Frage.